Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Industrial Security entmystifiziert. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten unserer Kunden rund um Softwareschutz, Lizenzierung und Security, sodass Sie vom perfekten Schutz profitieren. Unsere heutigen Referenten sind Oliver Winzenried, Mitbegründer und Vorstand der Vibu Systems AG und Hubertus Groppe, Head of Business Unit Security der Swissbit AG. Oliver Winzenried studierte Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe und gründete 1989 mit Marcellus Buchheit Vibu Systems, deren Vorstand er heute ist. Seine Leidenschaft für Schutz von Software finden sich in Patenten, die vom sicheren Lizenzmanagement über Integritätsschutz bis zu Produktinnovationen bei Dongles reichen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Protecting im VDMA, im Hauptvorstand des Bitkom sowie des Fördervereins FZI am KIT und aktiv im Industrial Internet Consortium IIC. Hubertus Groppe hat in seiner 20-jährigen Karriere verschiedensten Positionen besetzt, darunter Softwareentwicklung, Anforderungsmanagement und Anforderungsengineering, Security und Systemdesign. Seit 2 Jahren leitet er die Business Unit Security der Swissbit AG. Dieser Geschäftsbereich ist verantwortlich für Produkte, die Speicher und Sicherheit vereinen. Heute geht es um einen entscheidenden Wandel in der Industriegeschichte, in der die Einführung vernetzter Systeme bedingt durch Security by Design definiert wird. Die sorgfältige Auswahl von Komponenten ist gleichermaßen von großer Bedeutung. Entdecken wir heute gemeinsam die Charakteristiken eines zuverlässigen und ausfallsicheren Embedded-Speichers. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Ihr Mikrofon ist stumm geschaltet. Sie können jederzeit Ihre Fragen per Live-Chat stellen. Am Ende des Webinars beantworten wir diese Fragen. Nun geht es los. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Industrial Security entmystifiziert. Ich begrüße außerdem Hubertus Groppe, Leiter der Business Unit Security der Swissbit AG, der gemeinsam mit mir dieses Webinar durchführen wird. Es geht darum, wo CodeMeter Security mit integriertem Flash Ihnen für industrielle Anwendungen Vorteile bringt und welche Anforderungen an Industrial Flash Komponenten mit Security bestehen, damit sie sinnvoll eingesetzt werden können. Zunächst zu den Herausforderungen. Warum benötigen wir überhaupt Security in industriellen Anwendungen? Sie erleben das selbst täglich. Unsere Welt wird immer mehr vernetzt. Das heißt, die Geräte, Devices sind häufig online und Anwendungen, die vorher standalone gelaufen sind, sind heute vernetzt. Ob das Ihr Smartphone, Ihr Tablet, Ihr Notebook, Ihr Office-PC ist, gemeinsam mit Steuerungen, Embedded-Systemen im Bereich des Gebäudemanagements, in der Industrieautomatisierung, in der Medizin, in Krankenhäusern, alles ist mehr und mehr vernetzt und es ist nicht mehr hierarchisch vernetzt, wie es vielleicht zum Beispiel in der Produktion früher war, ERP-System, MES-Ebene, dann hinunter zur Maschinenebene. Diese Struktur sehen wir heute noch häufig, aber die Struktur ändert sich und wie ein bisschen in der Folie zu sehen, kann alles, also rein physikalisch, ist alles mit allem vernetzt und das eröffnet natürlich eine ganze Reihe neue Chancen, das ist toll, aber es eröffnet auch neue Angriffspunkte. Vielleicht gehen wir nochmal zu den Veränderungen, die die vernetzte Industrie, Industrie 4.0, das Internet der Dinge mit sich bringen. Gestern und heute hatten wir primär Standalone-Geräte, die für sich allein funktioniert haben, die eine feste, vorgegebene Funktion hatten. Und für den Hersteller dieses Gerätes, dieser Steuerung, dieser Maschine, war das eben ein Einmalgeschäft, mehr oder weniger, wenn er das Produkt verkauft. Er hatte vielleicht noch die Option, später mal ein Upgrade zu verkaufen, natürlich Verbrauchsmaterial und Service, aber im Prinzip war es das. Also zusätzliche Einnahmen nur durch Reparaturen und Wartung. Häufig waren auch diese Standalone-Geräte ausgestattet mit einer individuellen Hardware, die genau für diese Funktionalität gebaut wurde und die dann auch optimal erledigt hat. In Zukunft wird sich das verändern. Die Geräte werden nicht mehr standalone sein, sie werden mehr und mehr vernetzt sein. Sie haben auch keine feste Funktionalität, sondern sie bieten die Möglichkeit, neue Funktionen jederzeit nachzurüsten. Ähnlich wie Sie das bei Ihrem Smartphone kennen, mit den Apps, die Sie aus dem
Android Store oder aus dem App Store von Apple herunterladen und damit völlig andere Funktionen auf Ihrem Gerät realisieren, wird es auch im Internet der Dinge und in Industrie 4.0 sein. Es werden neue Funktionen, über die man bei der Entwicklung noch gar nicht nachgedacht hatte, später möglich werden durch offene Schnittstellen, durch die Möglichkeit, solche Funktionen nachzuladen. Zusätzlich ergeben sich neben dem Einmalgeschäft auch die Möglichkeit, regelmäßige Einnahmen zu erzielen. Man kann Abrechnungen nach Nutzungsintensität machen, also Pay-per-Use-Modelle, diese auch unterschiedlich mit dem Kunden realisieren. Neue Geschäftsmodelle werden dadurch möglich. Sie können Geräte schneller auf den Markt bringen, weil Sie sie mit einer Grundfunktionalität, nämlich der Basisfunktionalität, die wirklich jeder braucht, ausstatten und nicht versuchen, vorauszudenken für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, was wohl in diesem Bereich benötigt wird. Die Basisfunktionen und eine nachrüstbare Architektur ermöglichen eben hier eine kürzere Time-to-Market und mit der Möglichkeit, später das Zusatzgeschäft zu generieren und mit dem Kundenfeedback die zusätzlichen Funktionen, neuen Funktionen auch optimal zu gestalten. Der Entwicklungsaufwand soll sich in Zukunft reduzieren, weil nämlich keine individuelle Hardware verwendet wird für jedes Produkt, sondern man setzt auf Standardplattformen auf, dies sowohl bei der Hardware als auch bei der Software, bei den Betriebssystemen, was eben diese ganze Vernetzung, Visualisierung, viele Möglichkeiten bietet mit minimalem Entwicklungsaufwand und so eben dies ermöglicht. Allerdings ergeben sich eine ganze Reihe von Herausforderungen. Auf dieser Folie sehen Sie einige Schlagworte, Security, Safety, Privacy, Protection und so weiter. Dinge, die auch ständig durch die Presse gehen. Erst gestern das EuGH-Urteil zur Datenspeicherung in den USA mit Safe Harbor, primär ein Privacy-Thema. Aber so haben wir eine ganze Menge an Security, an diesen Themen, die uns ständig begleiten. Weil wir das Webinar hier heute Morgen in Deutsch halten, vielleicht nochmal zum Unterschied, möchte ich nochmal auf den Unterschied von Safety und Security eingehen. Im Deutschen sprechen wir ja in beiden Fällen von Sicherheit. Safety bezeichnet den Schutz von Umwelt und Mensch durch Fehler und Einflüsse von Maschinen und Anlagen, also durch Gefährdungen von technischen Systemen, die auch bekannt sind. Während Security gerade der umgekehrte Fall ist, also der Schutz eines technischen Systems vor Angriffen und Störungen aus der Umgebung, die auch von Menschen verursacht sein können, die aber auch unbekannt sind, weil nämlich hier die Einflüsse eben nicht vorhersehbar sind und man auch nicht weiß, mit welchen Mechanismen die Eingriffe erfolgen. Und dass wir diese Sicherheitsrisiken heute haben und dass das große Herausforderungen sind, das begegnet uns auch täglich in der Presse. Manipulationen, Industriespionage, Spionage der Geheimdienste, Cyberangriffe mit Viren sind täglich an der Tagesordnung und Presse und Fernsehen berichten auch ständig davon. Also hier muss was getan werden, um die Systeme trotzdem zuverlässig und beherrschbar zu machen. Ein zweites Thema, das speziell durch die Industrie 4.0 eben auch an Bedeutung gewinnt, ist Produktpiraterie. Das hatten wir immer schon. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer führt alle 2 Jahre eine Studie durch. Die nächste wird dann im Frühjahr 2016 kommen. Die zeigt, dass die Umsatzausfälle durch Produktpiraterie allein im deutschen Maschinen- und Anlagenbau knapp 8 Milliarden Euro sind, dass fast alle Unternehmen betroffen sind und ganz interessant, die Hauptursache für Produktpiraterie Reverse Engineering ist. Also eine Anforderung, die wir auch noch später sehen werden. In Japan wurde die Studie ebenso durchgeführt, mit fast doppelt so hohen Verlusten in der japanischen Industrie. Wenn man rein die Software anschaut, sind die Zahlen noch höher. Ja, aber wir wollen nicht nur die Risiken sehen, sondern wir sollten die Chancen sehen. Mit technischen Lösungen kann man eben einen Schutz realisieren gegen Know-how-Diebstahl, gegen das Hacking, gegen Manipulieren und Tempering von Systemen und durch flexible Lizenzierung lassen sich neue Geschäftsmodelle umsetzen und damit neue Chancen nutzen. Ja, ein wesentliches Thema des heutigen Webinars und deshalb auch gemeinsam mit Swissbit ist ja, warum das Security- und Lizenzierungssystem CodeMeter zusammen mit Flash-Speicher. Ein paar Punkte will ich schon nennen, später im Laufe des Webinars werden wir da noch tiefer drauf eingehen. Großer Vorteil ist, dass man die Security-Komponente und den hochzuverlässigen Speicher in einem einzigen Gerät hat, also nur eine Schnittstelle benötigt, das Ganze dann auch nachrüstbar in bestehenden Systemen verwenden kann.
weil die Schnittstellen sowieso vorhanden sind. Bezüglich Kosten, Platz, Stromaufnahme erreicht man in einem kombinierten Produkt auch ein Optimum. Man erreicht die höchste Zuverlässigkeit und Qualität und das Ganze natürlich nur, weil auch in unseren CodeMeter-Produkten Komponenten und ausgewählte Partner beteiligt sind. Das ist einmal für Secure Element, also für den Smartcard-Chip, der die kryptografischen Schlüssel speichert, Komponenten von Infineon, die Flash-Controller für den Speicher von Hyperstone und die ganze Produktzusammenstellung, Qualifikation des Speicherteils durch Swissbit und was es alles zu beachten gibt, um Speicherkomponenten für industrielle Anforderungen zuverlässig zu realisieren und wie die prinzipiell funktionieren. Dazu möchte ich jetzt zunächst übergeben an Hubertus Kroppel von der Swissbit AG. Ja, hallo, vielen Dank. Ich möchte Ihnen über folgende Agenda die Informationen vermitteln, was muss man berücksichtigen, wenn man in Industrieapplikationen Speicherlösungen einsetzen will, was ist die grundlegende Technologie in der NAND-Technologie, welche Produkt-Features bietet Swissbit den Kunden, welchen Mehrwert und welchen Mehrwert generieren wir durch die Kombination von Sicherheit und Speicherkomponenten. Doch nun kurz ein paar Worte zu Swissbit. Das Swissbit-Team verfügt über Expertise über nahezu 25 Jahre, war vorher Siemens Halbleiter in der Schweiz und ist seit 2001 als Marke Swissbit durch Management-Buyout im Markt aktiv. Sitzt in Bronschhofen, hat R&D-Sites in der Schweiz, Deutschland und USA, ist in der Lage, über 1 Million Produkte pro Monat zu produzieren in der Produktionsanlage in Berlin in Deutschland und ist eine Firma in Privatbesitz. Swissbit hat 4 Business Units. Dabei geht es um DRAM-Modules, die wir alle kennen in Computern. Dann halt eben industrielle Computer, Speicherprodukte, hauptsächlich Industrieanwendungen und Automotive, Sicherheitsprodukte für Regierungskommunikation und Absicherung von Banking und Industrie, sowie System in Package, wo wir in der Lage sind, den Kunden auch in angestammten Formfaktoren auch neue Produktmöglichkeiten zu bieten. Wir konzentrieren uns hier in diesem Webinar ausschließlich auf die Speicherprodukte und die Kombination der Security, also die Business Unit 2 und 3 sind davon betroffen. Swissbit bietet ein ganz breites Portfolio an Speicherprodukten. Schauen Sie einfach auf die Website bzw. im Katalog und Sie werden bestimmt die Lösungen finden, die Sie brauchen, insbesondere die Funktionen wie oder nicht funktionalen Anforderungen wie Langzeitverfügbarkeit oder dass ich die BOM oder Product Change Notification Prozess unterstützt bekomme. Das finden Sie bei uns, genauso wie technische Features, auf die wir später jetzt hier noch eingehen werden. Was muss man berücksichtigen bei dem Einsatz von Speichern in industriellen Anwendungen? Da stellt sich immer die Frage, wie kritisch ist die Applikation? Was passiert denn, wenn ein Speicher oder ein System ausfällt? Wird ein Menschenleben davon gefährdet? Stürzt ein Flugzeug ab oder explodiert ein Kraftwerk? Das sind einfach so elementare Dinge, die jeder sofort versteht, aber auch Ausfälle im Kleinen können große Auswirkungen haben und da muss die Kritikalität genau beachtet werden. Welche Kosten werden durch den Ausfall verursacht? Was muss ich für eine Speicherkarte, die angenommen $50 kostet, muss ich dafür ein Gerät auswechseln, was den Kunden $500.000 kostet? Das muss ich berücksichtigen. Kompensation, muss ich irgendwelche Strafzahlungen machen oder verliere ich Geschäft? Welche Nutzung möchte ich mit dem Speicher machen? Möchte ich hauptsächlich lesen? Seien das zum Beispiel Kartendaten, die hauptsächlich gelesen werden? Oder möchte ich einfach hauptsächlich speichern, wie das zum Beispiel über Videoaufzeichnungen der Fall ist? Oder gemischt? Alles das ist wichtig zu berücksichtigen. Welche Zuverlässigkeit brauche ich? Ist das Gerät in einem kurzlebigen System integriert?
sagen wir mal, ein Mobiltelefon überlebt kaum länger oder wird kaum länger benutzt als 3 Jahre. Aber wenn ich eine Industrieanlage nehme, dann habe ich ja Lifecycles von 10 Jahren und mehr. Ja, ganz leicht erreicht. Also muss ich natürlich auch die Speicherlösung daran orientieren. Welchen Platz habe ich verfügbar? Da bietet Swissbit auch eine ganze Latte an Formfaktoren, die unterstützt werden. Und natürlich ganz wichtig, wenn ich das einmal eingesetzt habe, wie lange bekomme ich denn auch noch Ersatzteile dafür? Swissbit ist eben aktiv in all diesen Märkten, die Leistungen von Swissbit honorieren und die den technologischen Vorsprung ausnutzen wollen. Das heißt, wir reden hier von Industriecomputern, Automotive, Transportsektor, Überwachungssektor, Medizinbereich oder Communication Networking in den Basisstationen oder einfach im Server- und Desktop-Computing. Moment. So. Was sind denn die grundlegenden Prinzipien in einer NAND-Speicherzelle? Wenn wir uns die NAND-Speicherzelle mal anschauen, dann haben wir sowas wie einen Transistor. Ja, und der ist aufgebaut in Schichten und die gelbe Schicht ist die eigentlich entscheidende Schicht. Das, hier werden nämlich Ladungen gefangen. Das ist eine nicht leitende Schicht, wo Elektronen angereichert werden oder auch raus vertrieben werden können. Und diese Eigenschaft ist dann entscheidend, um zwischen Source und Drain einen Kanal zu erzeugen oder auch nicht. Das ist das Ersatzschaltbild für die Techniker unter uns. Erste grundlegende Operation ist, wir müssen die Speicherzelle löschen. Das machen wir, indem wir ein Feld anlegen zwischen Bulk, also zwischen dem Grundlayer und dem Gate. Und dadurch werden Elektronen aus diesem Ladungslayer vertrieben. Es verbleibt sozusagen eine positive Restladung. Diese positive Restladung ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Use Cases und die Ausgangsposition für das Lesen und Schreiben von den Zuständen. Wir betrachten jetzt die logische 1, beschreiben sie zuerst. Wir haben also diese positive Ladung und wir bringen nun etwas negative Ladung ein durch das Feld, was wir anlegen zwischen Gate und Drain, sodass immerhin noch eine sehr hohe positive Ladung verbleibt und wenn man das misst, ist eine negative Schwellenspannung erforderlich, um den Kanal leitend zu machen. Das werden wir merken, wenn wir lesen, also ist die Leseoperation der 1, da legen wir also eine Sensing-Spannung an zwischen Sense und VDD und merken, okay, wir müssen eine negative Schwellenspannung anlegen und der Kanal leitet schon. Das kommt daher, weil dieser Ladungslayer positiv ist und sich darunter Elektronen einlagern, sodass es zu dieser Leitung kommt. Die logische Null hingegen beim Schreiben wird die positive Ladung überwiegend ersetzt durch negative, sodass wir eine positive Schwellenspannung haben. Beim Lesen merken wir das daran, dass eben diese Elektronen in dem Layer darunter nicht verfügbar sind. Wir werden also diesen Strom nicht messen können. Diesen Strom werden wir nicht messen können. Der Kanal ist nicht leitend und das wird als Null interpretiert. Nun haben wir über Single-Level-Cells geredet. Es gibt also nur den Zustand 1 und 0 einer Zelle, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, mehrere Zustände in einer Zelle anzunehmen. Das nennt man MLC, Multi-Level-Cell. Und hier wird im Wesentlichen unterschieden nach der Menge an Elektronen, die sich im in dem Charge Trap Layer befinden, sodass ich damit eine Granulierung der Leitfähigkeit erzeugen kann. Nämlich, wenn ich die Schwellenspannung schichtweise erhöhe, merke ich irgendwann, habe ich eine Leitung und dann weiß ich, in welchem Zustand sich die Zelle befindet. Die Menge wird kontrolliert durch zum Beispiel die Länge oder gepulstes Schreiben, Anzahl Zählen von Pulsen, wie viel Ladung da vorhanden ist. Wenn ich das lese, haben wir das Bild wieder, aber wir müssen jetzt bei MLC
müssen wir tatsächlich alle Zustände abfragen, damit wir wissen, in welchem Zustand die Zelle ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich, habe ich eine 00, 01, 10 oder 11. Sprich, das Lesen erfordert das sequentielle Anlegen dieser Schwellenspannung und braucht halt eben signifikant länger als bei SLC. Angeordnet sind die Speicherzellen in sogenannten Arrays. Da gibt es Wörter und Bits und über jede Leitung lässt sich jede einzelne Zelle einzeln ansprechen. Die neueste Technologie, was so vielversprechend ist, ist die 3D-Technologie. Da hat Intel und Micron und auch Toshiba, dem alle Marktteilnehmer, investieren dort gerade sehr, dass man halt, es deutet sich eigentlich an, man sieht halt eben, das Ganze ist dreidimensional, was dazu führt, dass die Dichte zunimmt. Allerdings auch die Komplexität und die Materialien sind natürlich sehr anspruchsvoll in der Auswahl. Genau. Was gibt es für Probleme, wenn wir die Speicherzelle dann verwenden? Es gibt also einmal den sogenannten Program Disturb. Ich möchte diese beiden grün markierten Zellen programmieren. Nun erhöhe ich dadurch aber bei den umliegenden Zellen prinzipbedingt die Gate-Drain-Spannung, sodass das einen Einfluss hat auf die Einflüsse und auf die Einflüsse der Elektronen in den umliegenden Charge-Trap-Layers. Das muss man erkennen, also man muss die Einflüsse verstehen und deswegen gibt es die Möglichkeit, dass man halt über Fehlerkorrekturcodes ECC diese Fehler wieder ausmerzt und erkennt, wenn irgendwelche Bits anfangen zu kippen. Ja. Read Disturb ist das, wenn ich eine Seite auslesen möchte, dann muss ich halt eben diese Sensing-Spannung anlegen und das hat eben auch Einfluss auf die Nachbarzellen, aber dieser Einfluss ist deutlich geringer. Im Endeffekt wird es dann auch irgendwann zu Fehlern führen, weil sich das einfach aggregiert, kann ich aber dann erkennen und auch den Block einfach neu beschreiben. Generell werden alle Blöcke, die potenziell als fehlerhaft markiert werden, in sozusagen einer Bad Block Table abgelegt, sodass die dann verbrauchten Zellen auch nicht mehr verwendet werden. Die Endurance der Speicherzelle ist dadurch beeinflusst, dass in dem Tunneloxid, in dem blauen Layer unter dem gelben Elektronen haften bleiben, das sind sozusagen heiße Elektronen und die verschieben die Schwellenspannung zu höheren Werten, weil die eben permanent dort verbleiben, leider. Das ist ein Verschleißthema und wenn das zu viel wird, dann muss der Block als schlecht markiert werden. Data Retention ist das, was man bezeichnet, wie lange die Zelle ein Datum halten kann. Denn es gibt so Erosionsprozesse und diese Erosionsprozesse sind halt dadurch verursacht, dass sozusagen in einem Tunneloxid leitende Pfade sich ergeben und die Elektronen einfach langsam abfließen. Das führt dazu, dass sich halt eben die Schwellenspannung mehr Richtung Ground bewegen, weil eben insgesamt die Potenziale abnehmen. Je höher die Temperatur ist, in der die Zelle gelagert wird, desto stärker der Einfluss, dass Elektronen halt eben diffundieren. Wenn das die Retention ist auch abhängig von der Benutzung, wie oft ich das diese Zelle benutze, so dass ich irgendwann auch am Lebensende einer Zelle angekommen bin und ich merke, markiere die einfach als schlechte Zelle und werde sie dann nicht mehr verwenden. Einfluss der Temperatur, also je nachdem, zu welcher Temperatur ich ein Datum geschrieben habe, wird das dazu führen, dass ich unterschiedliche Schwellenspannungen sehe. Das macht das Ganze ziemlich schwierig, da muss man nämlich, da man nicht weiß, bei welcher Temperatur geschrieben wird, muss man herausfinden, wie denn die Schwellenspannungen sich verhalten. Und da muss man halt mehrfach lesen,
das mehrfache Lesen bedeutet halt eben, muss man rausfinden, wo sind jetzt diese Bäuche und wo sind die Täler, um das zu verstehen, wo wir uns gerade befinden. Die nicht korrigierbaren Fehler werden auch hier durch Error Correction Codes abgefangen. Es gibt verschiedenste Technologien, also die Single Level Cell, die Multi-Level Cell und die Triple Level Cell. Alle haben Vor- und Nachteile. Das kann man so grob zusammenfassen. Also es geht um die Endurance, also die Haltbarkeit, den Data Retention, also wie lange bleiben Daten ungemanagt erhalten, und die Kosten natürlich auch ganz wichtig für industrielle Anwendungen. Also da gibt es diese Abstufung. Wenn ich also hauptsächlich lese, tue ich mich mit MLC ganz gut. Wenn ich sehr viel schreiben möchte und also viele Schreibzyklen haben von 100.000 zum Beispiel, dann komme ich um SLC-Technologie nicht rum. Und TLC sieht man schon, das muss man schon ganz genau aufpassen, für welche Use Cases man das verwenden kann. Swissbit hat derzeit gar keine TLC-Produkte. Was tun wir, damit wir mit diesen physikalischen Randbedingungen Top-Produkte hinkriegen? Also wir unterteilen nach Safety-Features. Zum Beispiel, ich kann die Karte oder das Speichergerät jederzeit ausschalten und ich habe keinen Datenverlust. Ich kann die Firmware redundant halten, falls es mal zu einem Problem kommt. Ich habe Fehlerkorrekturen. Ich kann Retry-Tries machen, wie wir das eben gesehen haben, um genau festzustellen, in welchem Zustand sich die Zelle befindet und mir das auch merken. Dann gibt es die Ausdauer-Features, wo ich natürlich das Global Wear Leveling habe und das Bad Block Management, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, Read Disturb Management zu betreiben, also indem ich feststelle, wie sehr wurde eine Zelle schon durch Lesen geschwächt, und kann dann eventuell die Daten einfach auch wieder refreshen. Performance Features, damit ich noch schneller bin in bestimmten Anwendungen, ist ebenfalls möglich. Und zusätzliche Features, die den Lebenszyklus der Karte überwachbar machen, wie zum Beispiel Smart Data, Infield Update oder Customization. And many more. Die Services von Swissbit sind in der Stärke, dass wir auch Customization können, also in der Firmware, dass wir den Kunden an die Hand nehmen, Logodruck, wir können halt optisch und elektronisch personalisieren, Long-Term-Verfügbarkeit sicherstellen und Field Application Support. Genauso wie Security Consulting, also wenn es in den Bereich von Sicherheit ragt, können wir den Kunden auch in die Hand nehmen und ihm im Zweifelsfall auch mit dem Ökosystempartner zu vernetzen, wie zum Beispiel auch Vibo, wenn es um das Thema Lizenzierung geht. Nun möchte ich kurz darauf eingehen, was der Vorteil ist, wenn ich eine Speicherkomponente und Sicherheit kombiniere. Alle reden vom Internet der Dinge. Das betrifft im Wesentlichen die Bereiche Infrastruktur, also sagen wir sowas wie Kraftwerke, Ampelanlagen, alles das, was uns im Alltag umgibt, was wir aber bisher als nicht als Teil des Internets gewähnt haben, aber immer mehr online gehen wird und dadurch auch Bedrohungen erwachsen. Mobile Portable Devices, das ist also unser Laptop und unser Handy, gar kein Problem, das verstehen wir alle, das ist natürlich Teil des Internets. Und das klassische Internet-Equipment wie Router, Server, ist natürlich auch klar. Aber jetzt kommen halt eben Autos dazu. Also im Automotive-Sektor gibt es halt eine starke Bewegung Richtung Vernetzung, und auch eben die Sicherheitsanforderungen steigen. Und natürlich im Produktionsbereich, wenn ich die an Industrie 4.0, dass jedes Gerät seine eigene Identität und seine eigene Identifizierbarkeit mit sich bringt. Wenn ich das berücksichtige, dann betrifft es natürlich auch die Produktion. Es gibt verschiedenste Optionen, wie man jetzt Sicherheit erreicht. Sicherheit beginnt bei einer sicheren Identität und endet nicht bei kryptografischen Prozessen, sondern es geht immer auch um Bedrohungsanalysen. Was möchte ich genau erreichen? Da können wir auch den Kunden helfen. Generell gibt es aber verschiedenste Möglichkeiten, wie man Sicherheit implementiert, und das
teilt die Global Platform, die für im Wesentlichen für Smartcard und Bankkarten extrem stark standardisiert, folgende Granulierung an. Also man kann es einmal in Software machen, dann habe ich keine extra Kosten, habe allerdings auch einen niedrigen Schutz. Ich kann natürlich Software und Hardware kombinieren, dann habe ich mittlere extra Kosten durch eine spezielle Hardware, aber ich habe immer noch die niedrigen Kosten der Software, erreiche einen mittleren Schutz. Oder ich kombiniere eine tamper-resistant Hardware und schaffe damit ein separiertes Device, wo ich auch höchste Schutzansprüche mit gerecht werden kann, so wie es zum Beispiel Vibo macht. Dieses Sicherheitselement, das manche nennen es Trusted Platform Module, TPM, andere nennen es Smartkarte, SIM-Karte, alles das ist nur ein Abbild der Anforderungen, was genau erreicht werden muss und was das Schutzziel ist. Wenn ich eine SIM-Karte verwende, dann kann ich das machen, aber dann bindet mich diese Lösung zum Beispiel an einen Mobilfunker. Wenn ich eine Trusted Execution Environment, wie zum Beispiel eine TrustZone, zum Beispiel von ARM verwende, dann bindet mich das an einen bestimmten Prozessorhersteller und ich kann, wenn ich da irgendwie ein Problem habe und eine Aktualisierung machen möchte, dann ist das nicht ersetzbar. Das Trusted Platform Module selbst bindet mich an ein bestimmtes Board, weil es zum Beispiel aufgelötet ist. Das heißt, das PCB definiert auch, es ist untrennbar verbunden mit der Security. Es hat Vorteile, aber eben auch Nachteile, gerade wenn ich Security auch aktualisieren können will. Oder ich nehme halt Pure Software, das bezeichnen wir als extrem unsicher. Wir schlagen vor, dass man ein Speicherelement verwendet mit einer Sicherheitsfunktion, die zum Beispiel implementiert sein kann als Smartcard oder als eine Sicherheitsfirmware im Flash-Controller. Und finden, das ist der Perfect Fit, denn es ist damit möglich, im Feld den Lebenszyklus der Speicherkarte, wir haben gesehen, das ist alles in einem Lebenszyklus unterworfen, es gibt Verschleiß und genauso verschleißt sich auch Security, man muss in der Lage sein, Security auszutauschen, ansonsten läuft man in ein Problem, dass man glaubt, es wäre sicher, aber es ist nicht mehr sicher und das ermöglicht halt eben dieser Ansatz, dass ich also kosteneffektiv auch ein Security Replacement im Feld machen kann. Ich habe die Möglichkeit, allerhöchste Sicherheit zu verwenden durch EAL, Common Criteria Certifications 5+ und höher, so wie das auch bei Vibo zum Einsatz kommt mit dem SLE 97. Und die Independence, die Unabhängigkeit von Third Parties wie zum Beispiel Mobilfunker oder Plattformhersteller ist gegeben. Ich habe die Möglichkeit, mein Sicherheitslevel durch die existierende Schnittstelle einer Speicherschnittstelle ist zu nutzen. Ich muss lediglich die Gerätefirma aktualisieren und kann dann zusätzliche Dienste, sichere Dienste anbieten. Das ist ganz wichtig für die langen Lebenszyklen, in denen sich zum Beispiel Industrieanlagen befinden. Genau. So dass, wenn wir zurückkommen zu dem Bild, welche Optionen habe ich, gibt es jetzt eine Zusatzoption. Ich habe nämlich die Möglichkeit, eine Komponente bei Swissbit zu kaufen, die nämlich den Speicher und Security vereint und jedes Embedded System, jedes industrielle System braucht Speicher und auch die Security und diese Kombination hebt den Sicherheitsstandard der gesamten Plattform nur durch Auswahl dieser einen Komponente, sodass ich die höchste Stufe erreiche und letztlich über das Secure Element auch dann neue Märkte im Internet der Dinge erreichen kann. Wie sieht das aus? Grob gesagt, wir haben einen Speichercontroller und in diesem Speichercontroller läuft halt eben eine spezielle Swissbit Security Firmware. Die ist in der Lage, mit einem optionalen Secure Element zu reden, zum Beispiel einer Smartcard von Infineon. Und diese Smartcard ist die sichere Laufzeitumgebung für die kryptografischen Operationen. Im Endeffekt bin ich auch damit in der Lage, Speicher zu verschlüsseln durch Kontrolle der Smartcard
oder durch die Kontrolle durch den Flash-Controller mittels AES und eigenen Applikationen im Flash-Controller, damit hybride, hochsichere Systeme zu erstellen, die die Anforderungen ganz gezielt erfüllen werden. In der Industrie, welche Use Cases gibt es? Was, warum eigentlich Sicherheit? Ich kann damit sicher Code abspeichern, ich kann ihn signieren und gegen Tampering abhärten, ich kann meine Daten sicher in der Cloud ablegen und auch lokal gesichert ablegen, ich kann Lizenzschutz durchsetzen, wo ja Vibu sehr erfolgreich ist, das heißt, ich kann meine Software monetarisieren und dem Systemhersteller auch die Tools an die Hand geben, dass er sein Know-how schützt und auch seine Investitionen schützen kann. Ich kann ein Gerät sicher booten von dem Speicher. Ich kann Daten sicher übertragen, zum Beispiel Telemetrie, Remote Data, Remote Login. Das sind ja ganz wichtige Themen, dass nicht einer die Industrieanlage aus der Ferne verkonfigurieren kann. Und ein weiterer Use Case ist, der ist nicht technisch, aber ist True Random Numbers, also echter Zufall ist in Systemen immer von hohem Vorteil. Und das ist durch einfach einstecken dieser Karte ganz leicht möglich. Was sind die möglichen Geräte für unsere Karten? Zum Beispiel im Kanzlertelefon steckt eine MicroSD-Karte mit einem Secure Element. Ich kann damit E-Mails verschlüsseln, Daten verschlüsseln, Sprache verschlüsseln, kann aber auch das so einen kleinen USB-Dongle in meinen PC stecken und damit die Daten dort verschlüsseln. Ich kann Kameradaten entweder festmontiert oder portabel absichern, kann Industrieanlagen absichern oder halt so etwas wie den Raspberry Pi auch nutzbar machen, um hochsichere Anwendungen bereitzustellen. Ja, das war's. Wenn noch weitere Fragen sind, können Sie die gerne später stellen und das bedanke mich und gebe wieder über an Herrn Winstenried. Ja, Herr Krobbel, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, Sie konnten einen Eindruck davon gewinnen, wie komplex es ist, Flash-Speicherlösungen zuverlässig zu machen, was da an Technologien, Erfahrung, Know-how in der Firmware, in den Flash-Controllern erforderlich ist, um diese eben zuverlässig nutzen zu können. Außerdem haben Sie auch eine ganze Reihe Anwendungen und Grundprinzipien für die Security und Vorteile der Security zusammen mit Speichern in einer Komponente von Herrn Krobbel gehört. Ich möchte jetzt nochmal auf die Schutzprinzipien eingehen, die eingesetzt werden, um die Herausforderungen, die wir haben, zu lösen. Das ist also einmal der Know-how-Schutz, Schutz vor Reverse Engineering, Schutz vor 1:1 Kopieren. Letztendlich wird es realisiert über eine Verschlüsselung. Das heißt, die Produktionsdaten, Parameter und die Software, die in Systemen, PCs, Embedded-Systemen steckt, ist eben verschlüsselt. Eine Kopie ist praktisch wertlos und den Schlüssel, dadurch, dass der in einem Secure Element gespeichert ist, ist der eben nicht mit kopierbar. Zweite Anwendung, Lizenzierung. Letztendlich arbeitet man auch hier mit Verschlüsselung. Unterschiedliche Funktionen in Geräten werden einfach unterschiedlich verschlüsselt. Die Lizenzen und kryptografischen Schlüssel werden wiederum sicher in dem Secure Element, in der sicheren Komponente gespeichert. Und was hier natürlich dazugehört, was ganz wichtig ist, ist, dass man das auch in den Geschäftsprozess integrieren kann und eben Lizenzen für softwarerealisierte Funktionen ganz einfach ausrollen kann. Also zum Beispiel eine Integration ins SAP-System, ins ERP-System, in dem softwarerealisierte Funktionen genauso eine Teilenummer bekommen, wie eben auch irgendwelche Hardware-Komponenten, die zu einem Gerät gehören. Und dann auch automatisiert im eigenen Prüffeld diese Lizenzerstellung angestoßen und die Übertragung durchgeführt wird. Und der letzte Punkt, Security, Schutz vor Manipulation mit asymmetrischer Kryptographie, Signieren, Zertifikaten, ein ganz wichtiger Punkt. Das so die grundsätzlichen Schutzverfahren. Im industriellen Anwendungen hat man andere Anwendungen als in der reinen Softwarelizenzierung im PC-Desktop-Umfeld.
Im PC-Desktop-Umfeld kann man sagen, es geht eigentlich darum, dass man den ehrlichen Anwender ein technisches Hilfsmittel gibt, dass er nicht versehentlich mehr oder andere Lizenzen nutzt, als er möchte. In aller Regel möchten die Anwender die Lizenzbedingungen einhalten, aber wie soll ein Mitarbeiter wissen, ob er jetzt sein Microsoft Office innerhalb des der Lizenzvereinbarung mit Microsoft nutzt im Unternehmen oder ob er vielleicht schon der 10. zusätzliche Nutzer ist, der nicht mehr innerhalb der Bedingungen liegt. Also hier bieten die Systeme den Komfort für den Anwender, dass er damit sicherstellt, die Lizenzbedingungen einzuhalten. Aber im industriellen Bereich, in Embedded-Systemen, in kritischen Infrastrukturen ist es natürlich anders. Potenzielle Angreifer, die den Schutz umgehen wollen, sind hier nicht die Anwender selber, sondern es ist eben zum einen organisierte Kriminalität, zum anderen Terrorismus oder vielleicht je nach System auch der Wettbewerb, der von besonders vorteilhaften Eigenschaften eines Produkts ohne großen Entwicklungsaufwand die verstehen will und davon profitieren möchte. Und hier ist dann die Nutzung von Secure Elements, der Herr Krobbel nannte es in seiner Präsentation auch schon, bietet eigentlich die einzige Möglichkeit, hier einen hohen Schutzgrad zu erreichen. Rein softwarebasierte Lösungen sind für diese Angriffe nicht ausreichend. Dann muss man eben in industriellen Systemen auch sehr viele Lizenzen speichern können, nicht nur eine einzige, weil man Geräteoptionen darüber steuern will oder weil man auch in einem System unterschiedliche Rechteinhaber hat. Zum Beispiel in der Industrieautomatisierung, wo ein Steuerungshersteller seine eigenen Laufzeitkomponenten für Achsregler, für irgendwelche Dinge, die die Steuerung tut, lizenzieren möchte und gleichzeitig aber der Anwender der Steuerung, der Maschinenbauer, der die in seine Maschine einbaut, seine Maschinensteuerungssoftware und seine Maschinenoptionen auch darüber steuern will. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, eben digitale Rechte unterschiedlicher Anbieter in einem System zu speichern. Security für die Kommunikation, Security gegenüber Manipulation, sehr wichtig hier mit asymmetrischen Verfahren, zum Beispiel die Speicherung von Zertifikaten für OPC-UA, ganz heißes Thema im Bereich der Industrieautomatisierung heute. Nachrüstbarkeit, ein ganz großer Vorteil, der Herr Krobbel ist bereits darauf eingegangen, auf die unterschiedlichen Möglichkeiten mit Nutzung der Secure Elements in Prozessoren, Nutzung von aufgelöteten Secure Elements und dem Vorteil, eine nachrüstbare Komponente zu haben, die natürlich auch gewechselt werden kann, wenn 10 Jahre später andere Security-Anforderungen da sind, höhere Security-Anforderungen da sind, aber die Steuerung oder die Maschine oder das Gerät eine viel höhere Lebensdauer hat. Ja, was bietet Vibu Systems in dem Zusammenhang an? Im Herzstück unserer Technologie steckt eben die sichere Schlüsselspeicherung, die softwarebasiert mit dieser mittleren Sicherheit realisiert werden kann, aber in der Regel für die Industrieanwendung eben hardwarebasiert ist. Wir haben dann in der sicheren Hardware neben der Schlüsselspeicherung und der Abbildung der Lizenzmodelle auch die Möglichkeit, die kryptografischen Operationen symmetrisch, asymmetrisch durchzuführen. Dann gibt es die Tools, um den Schutz in die zu schützenden Produkte zu integrieren, also um Software zu verschlüsseln, zu signieren, um Daten zu verschlüsseln, zu signieren mit der Protection Suite. Und wir haben die Tools, das Ganze in den Geschäftsprozess zu integrieren, ans ERP-System, an Portale, um darüber Lizenzen zu erzeugen, Zertifikate zu erzeugen und zu verteilen. Beim Hersteller sieht das so aus, dass er die Integration im Prinzip einmal macht. Also einmal wird die Integration in die Software gemacht, die in einem Gerät läuft, in einer Steuerung auf dem PC und es wird einmal in die Prozesse integriert, dass die Lizenzerzeugung und Auslieferung eben gesteuert von einer E-Commerce-Plattform, von einem Lizenzportal oder vom Warenwirtschaftssystem aus angestoßen wird. Und anschließend wird eben beliebig oft verschiedene Produktkonfigurationen an Kunden ausgeliefert. So, was haben wir nun an Produkten, die den Speicher mit der Security verbinden? Sie sehen es hier auf dem Bild, es sind verschiedene Speicherkarten, Micro-SD-Karte, SD-Karte, CF, CFast-Karte oder ein USB-Stick. Diese Produkte sind Produkte, die bei Swissbit hergestellt sind, von Swissbit qualifiziert sind, was den Speicherteil betrifft. Der Krypto-Teil sind Security-Controller, Smartcard-Chips von Infineon, die auch entsprechend in dem Fall EAL5 Plus zertifiziert sind, einschließlich der verwendeten Kryptobibliotheken. Die Produkte sind verfügbar für verschiedene Temperaturbereiche, also auch für extrem erweiterte Bereiche, die im Industriebereich teilweise benötigt werden, also zum Beispiel minus 40 bis plus 85 Grad. Sie enthalten mit der CodeMeter-Funktionalität auf dem Smartcard-Chip eben die markterprobte CodeMeter-Firmware mit der ganzen Funktionalität zu Protection, Licensing und Security-Funktionalität.
Der Flash-Speicher ist überwiegend SLC-Flash-Speicher und die verwendeten Flash-Controller kommen von Hyperstone, die auch entsprechend darauf spezialisiert sind, eine Firmware bereitzustellen, die den Flash-Speicher in sehr, sehr hoher Qualität nutzt. Wir haben natürlich auch hier, wie der Herr Koppel schon erwähnte, eine feste Stückliste für die Komponenten, es gibt ein Änderungssystem für Kunden und eine Langzeitverfügbarkeit der Produkte. Wenn wir Anwendungen ansehen, auch der Herr Koppel hat bereits einige Anwendungen genannt, das können mobile Softwareanwendungen sein, wo ich praktisch auf der Speicherkarte oder auf dem USB-Stick an ein System gehe, ohne große Installation, von dort Anwendungen starte, auch Daten, Mengen, das können Service-Dokumente sein, das kann Kartenmaterial sein, das können sonstige Daten sein, die die Anwendung braucht, eben auf dem Speichermedium zusammen mit der Security-Komponente auf einem Device an den Kunden ausliefern. Ich kann gleichzeitig Logdaten in einer Art Fahrtenschreiber, Flugschreiber auf dem Device speichern. Für die USB-Variante unseres CM-Sticks gibt es verschiedene Kommunikationsprotokolle, dass man auch das häufig im Zusammenhang mit USB-Sticks gesehene Risiko, dass hier Malware in ein System eingeschleust wird, eben ausschließen kann. Ich kann Secure-Boot-Konzepte realisieren und was natürlich auch möglich ist, ist, dass die Produkte kundenspezifisch angepasst werden, dass zum Beispiel schon Daten drauf dupliziert werden, dass einige Schlüssel und Zertifikate schon bei uns ab Werk in die Produkte eingetragen werden, dass sie eine individuelle Kennzeichnung, Gehäuse, Verpackung und so weiter bekommen. Für die USB-Variante des CM-Sticks bieten wir heute zwei Varianten an, eine, die wir als Industrial bezeichnen, eine als Commercial. Die Industrial-Variante ist ausschließlich mit SLC-Flash bestückt, und zwar hat die intern in dem USB-Stick eine SLC-Micro-SD-Karte von Swissbit, die für den Temperaturbereich von minus 40 bis plus 85 Grad zertifiziert ist, höchste Anforderungen an Datensicherheit eben erfüllt, von 128 MB bis 8 GB groß. Durch den eingesetzten USB-Flash-Controller von uns in unserem CodeMeter Stick sind die Daten auf der internen Micro-SD-Karte auch 100% über AES verschlüsselt, sodass ein Zerlegen des Sticks und ein Entnehmen der Karte auch keine Möglichkeit des Zugriffs auf die Daten geben würde. Es gibt noch eine kommerzielle Variante, die verwendet einen 2-Bit-MLC-Flash-Speicher als EMMC-Komponente eingelötet in dem CM-Stick M, die dann für größere Kapazitäten von 8 bis 64 GB für Anforderungen, die im normalen Office-Bereich liegen, eben eine sehr kostengünstige Lösung bietet und Kapazitäten ermöglicht, die mit SLC-Speicher in der Bauform nicht realisierbar wären. Ansonsten bietet dieser USB-CM-Stick M die Möglichkeit, verschiedene Partitionen einzurichten. Man kann also eine sogenannte CD-ROM-Partition haben, auf der Kunde, die sich wie eine CD-ROM verhält, die der Kunde nicht löschen und verändern kann, die aber natürlich der OEM, der unser Produkt einsetzt, aus seiner Software heraus trotzdem auf dem sicheren Weg updaten kann. Es gibt die öffentliche Partition, die man normal bei jedem USB-Stick kennt. Es gibt eine Private-Partition, die über den Smartcard-Chip und kryptografische Verfahren ein- und ausgeschaltet werden kann. Und es gibt die Möglichkeit, noch eine sogenannte CM-Secure-Partition zu machen, die für das Betriebssystem, also für die Hostseite am USB-Interface nie sichtbar ist, sondern nur über den CodeMeter-API gelesen und geschrieben werden kann. Wenn man jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten, die der Kunde hat, Security in seine Systeme zu bringen, mit also Security mit Industrial Flash, dann kann er natürlich einen Low-Cost-Flash-Speicher nehmen, den er im Konsumermarkt bekommt für wenig Geld und kann zusätzlich ein Secure-Element als zweite Komponente einsetzen. Er hat damit im Preis her, landet er wahrscheinlich beim günstigsten Wert, das ist die orangene Linie in dem Spinnendiagramm, Sie können sich das nach dem Webinar auch gerne mal in Ruhe anschauen, aber die Sicherheit erreicht einen mittleren Wert, weil man eben Secure-Element und Speicherkomponente getrennt hat und damit nicht die sicheren Speicherfähigkeiten nutzen kann. Stromaufnahme ist nicht optimal, Platzbedarf ist natürlich höher, Nachrüstbarkeit ist schlechter, weil ich zwei Schnittstellen belege. Industrietauglichkeit ist gering, weil die Speicher einfach nicht für den Industrieeinsatz designt sind. Dann gibt es die Möglichkeit, Industrial Flash Komponenten zu kombinieren mit einer CodeMeter Security Komponente, die nicht in dem Speicher drin ist. Da habe ich natürlich eine höhere Industrietauglichkeit, ich habe aber trotzdem höheren Platzbedarf, schlechtere Nachrüstbarkeit, höhere Stromaufnahme.
und auch beim Preis eigentlich keinen Vorteil. Das heißt, die kombinierten Produkte, die CM-Cards und die CM-Stick-MCMI, bieten doch ein Optimum an Sicherheit durch die Kombination in einem Produkt, ermöglichen eine ganze Reihe zusätzliche Möglichkeiten, die man auch nur dadurch hat, dass Flash-Speicher und Security-Komponente in einem Device sind industrietauglich, haben einen geringen Platzbedarf, sind nachrüstbar und auch von der Stromaufnahme her ideal. Ja, ich möchte auch noch ein paar Beispiele, wo heute unsere Technologie und die Kombiprodukte mit Industrial Flash Speicher und der CodeMeter Security eingesetzt werden, zeigen. Da ist eine erste Anwendung im Bereich Banken und Handel, die Sineo-Systeme von Wincor Nixdorf. Hier wird im Geldautomat, jeder von Ihnen hat den schon verwendet, wenn hier der Bankautomat, der Bankmitarbeiter den Geldtresor an der Rückseite des Geldautomats wechseln möchte oder der Servicetechniker von Wincor Einstellungen vornimmt, dann muss er nach dem Aufschließen des Gehäuses eben einen sogenannten Krypta-Stick, das ist ein OEM-Stick unseres CM-Stick-M, einstecken, um sich zu authentifizieren, um bestimmte Funktionen ausführen zu können und den Service hier durchführen zu können. Hier sind Applikationen auf dem Speicherkomponente, es werden Logdaten auf den USB-Speicher übertragen und es werden die Security-Funktionen im CodeMeter Smartcard-Chip in dem Device genutzt. Andere Anwendung im Bereich forensischer Software, also genutzt von Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Polizei und so weiter, um Daten auf Geräten sicherzustellen. Hier hat die Firma Guidance, einer der Marktführer aus USA, ebenso unseren CM-Stick-M im Einsatz, der es ermöglicht, eben ein System von dem Stick zu booten, die Anwendung mobil auf dem CM-Stick zu haben, davon zu starten, dann die Logdaten eben auch auf dem Stick in sicherer Art und Weise zu speichern. Weitere Anwendungen im Medizinbereich. Hier geht es darum, ich komme mal vielleicht auf die Anwendung rechts im Bild. Das ist eine sogenannte Zerek-Maschine, Zerek-Inlay-Fräsmaschine von der Firma Sirona, die aus kleinen Keramikblöcken Inlays, Keramik-Inlays oder Keramikbrücken für die Zähne herstellt, während man beim Zahnarzt sitzt. Und in diesen Geräten steckt auch so eine CodeMeter Security-Komponente mit verschiedenen Zielen. Zum einen will der Hersteller Sirona den Nachbau seiner Geräte erschweren, also sein Know-how schützen. Zum anderen werden darüber verschiedene Funktionen, verschiedene Ausbaustufen der Maschine, die verfügbar sind, eben konfiguriert. Das heißt, darüber wird entschieden, welche Funktionen der Zahnarzt oder das Zahnlabor nutzen kann. Es werden Pay-per-Use-Modelle realisiert. Es wird also zum Beispiel gezählt, wie viele solche Keramikrohlinge gefräst wurden. Und bei Medizingeräten ganz wichtig, auch hier der Manipulationsschutz. Medizingeräte werden nach Medizinproduktegesetz zugelassen oder eben nach FDA in den USA zum Beispiel. Und danach muss der Hersteller Maßnahmen ergreifen, die eine Manipulation, also die sicherstellen, dass das Gerät nachher so verwendet wird, wie es eben auch zugelassen wird. Ja, im Bereich Gaming, klar, jeder kann sich vorstellen, hier auch hohe Sicherheitsanforderungen. Hier wird eingesetzt die CMKCF, also die CF-Karte. Das Industrial-PC-System, das in diesen Spielautomaten drinsteckt, bootet auch nur von dieser CMKCF. Gleichzeitig wird Kopierschutz für die Spielesoftware realisiert und ein Manipulationsschutz für die Einstellungen des Geräts, wozu beispielsweise auch gehört, wie das Verhältnis zwischen Beiträgen, also eingezahltem Geld und Ausschüttungen der Spiele erfolgt. Industrieautomatisierung, ein weiterer sehr wichtiger Bereich. Hier sind wir integriert in die Systeme von Codesys, Automations-PCs von Bernecker und Rainer, in die Entwicklungstools von Rockwell Automation, um eben das IP der Kunden zu schützen, um die erzeugten Programme, die auf der Steuerung laufen, vor Manipulation zu schützen und hier auch noch zusätzliche Funktionen per API zur Verfügung zu stellen. Ein paar Worte noch zu Vibu Systems. Für diejenigen Teilnehmer, die uns noch nicht kennen, die noch nicht mit uns arbeiten, Vibu Systems wurde 1989 gegründet. Der Hauptsitz ist in Karlsruhe in Deutschland. Unser Fokus liegt auf den Themen Protection, Licensing und Security. Wir haben eine ganze Reihe internationaler Patente in dem Gebiet. Die Firma ist ISO 9000 zertifiziert, selbstverständlich. Tochtergesellschaften gibt es in USA und China, einige Vertriebsbüros noch in europäischen Ländern sowie exklusive Distributionspartner in weiteren Ländern. Wir arbeiten in Kooperation und mit Forschungseinrichtungen. Wir sind Mitglied in einigen Business-Organisationen, arbeiten an der
Standardisierung in Organisationen wie USB Implementers Forum, SD Card Association, OPC Foundation oder IIC mit. Und ja, hier ein Überblick über einige unserer Kunden, wie sie hier, ich will jetzt nicht auf die einzelnen eingehen, aber Sie sehen, dass es diese Anwendungen für Protection, Licensing und Security eben aus allen Bereichen gibt, egal ob Banking und Retail, Medizin, Industrieautomatisierung, klassische CAD-Software auf dem PC und so weiter. Zusammenfassend, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, damit wir auch auf Ihre Fragen jetzt noch eingehen können. CodeMeter und Flashspeicher in einem Gerät ist tatsächlich für Geräte im Bereich des Internets der Dinge oder Embedded Systeme, Cyber Physical Systeme ideal, weil es eben sehr klein, kompakt in einem Device eingebaut werden kann. Es bietet diese Funktionalität platzsparend, stromsparend in einer Komponente, insgesamt betrachtet mit einer sehr günstigen Total Cost of Ownership. Die Produkte sind hochzuverlässig, langzeit verfügbar, nachrüstbar im bestehenden System im Feld. Und Sie haben eben die verschiedenen Funktionen, dass Sie den IP-Schutz realisieren können, also Ihr Know-how in Software und Daten schützen können, dass Sie verhindern können, dass Ihre Systeme manipuliert werden und dass Sie Lizenzmodelle auch perfekt neue Geschäftsmodelle umsetzen können. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dank für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an unserem Webinar. Wir stehen jetzt bereit für weitere Fragen. Am Ende vielleicht noch ein Hinweis, wenn Sie auf unsere Webseite schauen, neben Detailinformationen zu all den Produkten, gibt es auch ein neues White Paper zu der Kombination aus CodeMeter und Flashspeicher, das Sie hier herunterladen können. Ja, herzlichen Dank. So, gibt es Fragen? Ja, ich sehe eine Frage. Ja, das, wenn keine Fragen kommen, dann habe ich eine Frage. Ja, ich habe hier eine Frage bekommen, okay, von einem Teilnehmer. How is Vibu Systems with its products ready for Industry 4.0 and what features make it unique? Ja, gut, da gäbe es natürlich eine ganze Menge Punkte zu nennen. Ich glaube, was die Kombiprodukte aus Security und industriellem Flashspeicher einzigartig machen, konnte man im heutigen Webinar ein bisschen erkennen. Die Flashspeichertechnologie ist nicht so einfach, wie sie erscheinen lässt. Der Herr Kroppel hat das in seinem Teil des Webinars, glaube ich, sehr die Grundprinzipien erklärt. Und Sie können sich vorstellen, dass hier natürlich viel Know-how im Detail erforderlich ist, um zuverlässigen Speicher anzubieten. Das ist etwas, was für Anwendungen im Industriebereich absolut zwingend und erforderlich ist. Stellen Sie sich vor, so eine Speicherkomponente mit der Security-Komponente steckt in einem Windrad in der Nordsee, offshore. Der Wechsel einer solchen Komponente oder der Ausfall wäre ein extremer Aufwand und da gibt es natürlich noch andere Dinge, die nicht nur Kosten verursachen, sondern die wirklich auch Safety, also lebenswichtig sein können in Medizingeräten und vielen anderen Anwendungen. Und der besondere Vorteil für Industrie 4.0 steckt auch darin, dass wir mit unseren Lösungen nicht nur die Hardware-Komponente anbieten, sondern hier auch viele Betriebssysteme, Embedded-Betriebssysteme, Echtzeit-Betriebssysteme, SPS-Umgebungen und natürlich die bekannten Desktop-Systeme unterstützen, sodass Entwickler mit leistungsfähigen Tools die komplexen Schutzmechanismen mit einem sehr überschaubaren Aufwand auch in ihre Produkte und Prozesse integrieren können. Aber Herr Kroppel, Sie hatten auch noch eine Frage oder einen Punkt. Was sind typische Kunden im Embedded-Bereich, wenn es dazu kommt, hochverfügbare Lösungen anzubieten? Ja, beispielsweise Controller für die Energieversorgung in Zügen, also auf rollendem Equipment. Anwendungen, die wir realisiert haben mit Kunden gemeinsam mit Echtzeitbetriebssystem VxWorks in den Systemen. Andere Anwendungen im Bereich der Medizingeräte in Infusionspumpen, die heute auch vernetzt sind, die remote konfiguriert werden können, die entsprechend auch Daten liefern und auch als Gerät unterschiedliche Optionen haben, um mal zwei kleine Beispiele zu nennen. Okay, danke. Keine weiteren Fragen jetzt? Okay.
Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank. Sprechen Sie den Herrn Kroppel bei der Firma Swissbit an, sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anforderungen haben oder auch Ideen, um vielleicht neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Das diskutieren wir sehr gerne mit Ihnen und würden uns freuen, dann eine passende Lösung, die den entsprechenden Mehrwert für Ihre Produkte bietet, gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten und zu liefern. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Die Aufzeichnung zum Webinar steht dann voraussichtlich Anfang nächste Woche zur Verfügung, sodass Sie sich in Ruhe die Dinge auch nochmal anschauen können, wenn Sie möchten. Sie bekommen wie üblich dann ein E-Mail, sobald der Download-Link zur Verfügung steht. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Und vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen.